Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einer weiteren OMSI-Folge. Ja, anlässlich unserer grünen Woche, die wir ja hier aktuell in OMSI haben, gibt's jetzt den nächsten Bus, den wir uns hier heute mal anschauen wollen. Und zwar ist es der MAN, der Hybridbus von Sobol. Der ist natürlich komplett kostenlos, könnt ihr euch runterladen. Somit haben wir jetzt nicht nur Solaris dabei, wir haben nicht nur Volvo dabei, sondern auch den MAN, ja, falls ihr den lieber fahren möchtet. Dann, wie gesagt, ist dieser euer neuer Bus, den ihr hier fahren könnt. Wir sind heute auf der Karte Düsseldorf unterwegs, auf der Linie 836 von Uni Süd nach am Seestern. Hier gibt es noch ein absolutes Highlight, also unbedingt dranbleiben, ja, dazu später mehr. Wir wollen uns aber erstmal den Bus hier angucken und von daher los geht's, ne, würde ich sagen. Sehen wir hier, das Ganze ist natürlich der Hybridbus von Lion City. Wir sehen es hier, MAN, ne? Also ist wie gesagt gewohnte Sobol-Qualität. Also wer Sobol-Busse sowieso mag, ja, der macht hier absolut nichts falsch. Ja, der Link ist unten in der Videobeschreibung mit drin. Ja, falls ihr, wie gesagt, den euch jetzt besorgen möchtet, da findet ihr den Hybridbus und könnt dann sofort losstarten. Innen drinne natürlich hier alles schick, wieder wie gewohnt halt, Sobol halt, ne? Alle Taster sind da und so weiter und so fort. Alles schön scharfe Texturen hier. Ne? Also hier kann man absolut nicht meckern. Das ist schon eher Payware-Niveau als alles andere. Ja, also dass das hier kostenloser Content ist, ist kaum zu glauben teilweise. Ja, wie gesagt, könnt ihr fahren, wenn ihr möchtet. Wir, wie gesagt, werden jetzt mal alles vorbereiten, denn unsere Schicht beginnt jetzt demnächst. Das würde ich mal sagen, wir springen mal in unseren Fahrerplatz rein. Und lassen uns mal überraschen. Allerdings als erstes, wie gesagt, Tracker R wieder mit an. Wir sehen, dort ist unser Fahrplan. Ne, hier, zip, 836, Uni Süd am Seestern. Machen wir ein bisschen Fenster auf hier. Und sonst, ja, kann ich das hier alles sehen lassen. Ne? Spiegel, alles da. Kasse da und so weiter und so fort. Deswegen, ja, starten wir mal. Ah, schön. Keine Pinnen oder sowas. Ah, sowas schätze ich sehr. So, wir haben noch 7 Minuten. Passt. Ist der an? Man hört ihn nicht. Ich glaube, das ist auch der Sinn dahinter, oder? Dass man ihn nicht hört. Ah, großartig. Ich höre überhaupt nichts. So, jetzt haben wir so. Jetzt kommt die Zündung. Ja, genau, jetzt geht alles an. So, Zündung. Oh, jetzt habe ich einmal zu viel gedrückt. Komm schon. Schlüssel rein. So, das soll es jetzt noch gewesen sein. Vorwärtsgang. Du hörst ihn nicht. Ja, das ist Wahnsinn. Oh, lässt du mich? Das ist großartig von dir. Vielen Dank an der Stelle. Wahnsinn. So, dann werden wir mal hier fahren. So. Wie schaut's aus? Hier kommt hier was. Ich sehe nichts. Ich höre nichts. Machen wir es mal. Ne? Wir fahren langsam auf die Kreuzung. Ne? Falls kracht, dann ist es nicht so doll. Gut, okay. Wir haben es geschafft. Wir sind rumgekommen. Und fahren wir hier zu unserer Haltestelle. Warum gibt es jetzt hier einen Hänger? Ist nicht verstanden. So, dann schon mal die Türen auf hier. Damit sie hier natürlich einsteigen können. Ja, alles klar, er kommt auch schon. Achso, genau. Wir müssen erstmal RBL. Linienkurs 836, Route 01 war das Ganze. Falsche Route. Finde ich geil.
836 Route 1. So. 800. Achso, warte mal. Am Seestern. Jetzt haben wir's. Guten Tag. Guten Tag. So, Licht ist an. Dürftet ihr euch alle wohlfühlen. So, am Seestern. Genau, das war nämlich falsch. Linienkurs 836. Jetzt stimmt das Ganze auch. So, passt. Gut, jetzt haben wir noch 3 Minuten. Wir werden die Zeit aber mal vorstellen, damit wir hier natürlich mal von dannen kommen. So. Ja, man steigt ein, steigt ein. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, ist ein schöner Bus. Also wie gesagt, ich mag die Busse von Sumpol sowieso, ne? Die sind absolut klasse. Ja, wie sieht's mit Düsseldorf aus? Düsseldorf hat ja nun jetzt einige Updates bekommen, ne, um das Ganze natürlich ein bisschen zu fixen und alles was, was da noch so ein bisschen angefallen ist. Wir haben uns das Ganze ja im Livestream angeguckt, die ganze Karte, ne, komplett und ohne Wenn und Aber. So. Okay. So, jetzt ist mein Ton weg. Aha, also mein Ton ist jetzt weg. Ah ne, jetzt. Ich höre es ganz leise. Ich hoffe, dass ihr den ganz normal hört. Uni Mitte. Uni Mitte. Das sind so Töne, die meine Kopfhörer nicht mögen. Könnte ich mir fast vorstellen. Nee, aber wie gesagt, also Ton sollte eigentlich ganz normal vorhanden sein. Von daher, ja, wie gesagt, also ist ja nun natürlich jetzt einiges geplant hier auf der Karte Düsseldorf. Ne? Man hat ja hier schon den Mini-DLC angekündigt, der jetzt ja im Sommer 2020 erscheinen soll. Freue ich mich sehr drauf, weil das haben wir uns ja bereits ja schon so ein bisschen angeguckt im Livestream, ne? Wie die ganze Linienführung so ist. Und man kann definitiv sagen, sie ist sehr interessant. Also es wird auf jeden Fall eine sehr interessante Linie. Deswegen freue ich mich eigentlich schon sehr auf die Mini-DLC. Was das Ganze kosten wird, wie gesagt, wann es genau erscheint, ne, das wissen wir jetzt natürlich noch nicht. Da wird uns hoffentlich Projekt Gladbeck uns so ein bisschen Informationen irgendwann mal zukommen lassen, damit wir es eventuell mal in den ÖPNV-Newsbar packen können. Uni West. Aber wie gesagt, so, sobald wir da mehr Infos haben, dann ja, schaut einfach mal da einfach mal in den ÖPNV-News mit rein. Und dann, ja, sonst, wie gesagt, hier im Livestream angeguckt, alle Linien. Ich muss aber sagen, dass wir dann seit dem Livestream nicht einmal mehr gefahren sind. Weil wir natürlich immer noch so ein paar Updates immer abwarten, um dann mal wieder zu gucken, na, wie sieht's aus. An sich ist Düsseldorf eine sehr schöne Karte geworden. Finde ich persönlich. Also da muss man wirklich sagen, die finde ich nicht schlecht. Gibt ja einige Karten, ne, von Projekt Gladbeck, aber ich glaube Düsseldorf zählt mit einer zu denen, die ich am besten finde eigentlich. Aber wie gesagt, Geschmäcker sind verschieden, ne, könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare posten, was sind so eure Lieblingsstrecke vom Projekt Gladbeck. Nutzt die Kommentarfunktion, schreibt es unten mit rein, würde ich sagen. Wir fahren jetzt zum Professor Dessauer Weg. Professor Dessauer Weg. Boah, wirklich. Hast du jetzt. Es ist reinste Schikane. Oh, wieso gehst du jetzt nicht auf? So, wir glitschen schon durch. Können wir einfach durchfahren? Okay. Ah, was ist denn hier? Also irgendwas, das ist in Verbindung mit dem Bus, da haut irgendwie der Ton nicht hin. Also mag mein Kopfhörer überhaupt nicht.
So, gut. Wie gesagt, ich hoffe, dass das jetzt in der Aufnahme nicht auch so furchtbar ist. Weil irgendwann wird es dann lauter. Da hat er sich dann gefangen, aber sobald du dann halt anfährst, ja, dann ist wieder... Ist wieder irgendwie gefühlt zu Ende. Ja, also zum Livestream nochmal. Klotwigstraße. Da haben wir ja die komplette Karte, die sind bei einem abgefahren, alle Linien und so, ne? Das war, also ist schon eine wirklich schöne Karte. Jetzt sind auch die Settings alle ein bisschen anders, ne? Also man sollte jetzt hoffentlich alles sehen können. Ne, seit dem letzten Livestream habe ich ja nur mein System jetzt aufgerüstet. Ja, jetzt sollte ja wirklich alles zu sehen sein. Was man hier sehen kann, zumindest. Ne, also in einem vollen Umfang. Und von daher, ja. Hoffen wir mal. Drücken wir mal die Daumen. Wie es hier auf jeden Fall mit Düsseldorf weitergeht. Also wie gesagt, der Mini-DLC, da freue ich mich schon sehr drauf. Mohrenstraße. Auch der Solaris, ne, der hier mitgeliefert wird, ne, der vierten Generation, der fährt sich sehr großartig. Also ich bin ja... wer natürlich die Karte, sag schon, Metropole Ruhr hat, ne, der hatte den Solaris der vierten Generation ja auch schon gehabt. Ich fand den damals gar nicht so toll. Aber der hier aus dem Düsseldorf-Ennon, der macht Spaß zu fahren. Ne? Also das Problem ist, das lag einfach damals mit diesem Ribas zusammen, bis ich dann irgendwann mal rausgefunden habe, dass das halt Repaint-technisch irgendwie verbunden ist. Bin ich den eigentlich sehr, sehr selten gefahren. Man musste sich auch erstmal an das Aussehen gewöhnen und alles sowas. Ne? Ein bisschen konzentrieren muss ich mich hier auch. Merowinger Platz. Genau. Also auch, wie gesagt, der Bus, der ist total genial. Also der fährt sich sehr angenehm, denn, ne, der Solaris. Also im Großen und Ganzen wirklich ein sehr, sehr schönes Add-on. Wie gesagt, ob es jetzt wirklich mega realistisch ist, kann ich jetzt natürlich nicht sagen. Ich selbst, wie gesagt, komme nicht aus Düsseldorf. Kann dazu jetzt dementsprechend nicht sagen. Ich glaube, ich war auch noch nie da gewesen oder bin mal da durchgefahren oder sowas. Ne, das weiß ich jetzt hier leider nicht. Auf jeden Fall ein DLC, was man sich mal angucken sollte, falls man es noch nicht gesehen hat. Und da kommen wir auch mal gleich zum nächsten Punkt. Ursprünglich war es geplant gewesen, dass wir das zum Release machen. Gab es aber leider ein paar irgendwie technische Probleme, so von Seiten meines Teams irgendwie. Deswegen haben wir das halt komplett übersehen, sage ich jetzt mal. Ja, mit Absicht halt übersehen. Denn es kam eine E-Mail, ja, von Projekt Gladbeck, die aber irgendwie, ja... Ja. Es kam eine E-Mail und wie gesagt, war halt irgendwie, ist sie untergegangen. Weil mittlerweile sind es tatsächlich ein paar E-Mails, die immer kommen. Ja, und da kann schon mal eine E-Mail ein bisschen verschleppt werden, sage ich mal. Aber es hat sich alles aufgelöst. Und von daher können wir jetzt hier mit Stolz berichten, ja, schon mit, doch, finde ich schon mit Stolz, dass wir jetzt hier einen Key haben, den wir hier verlosen dürfen. Grüße gehen raus an Projekt Gladbeck, ja, die das Ganze hier zur Verfügung gestellt haben, ja, dass wir hier einen Key verlosen dürfen.
Also solltet ihr Düsseldorf so noch nicht besitzen als DLC und habt vielleicht immer so überlegt, so euch das zu kaufen, habt ihr jetzt eventuell hier die Möglichkeit, hier einen Key zu gewinnen. Wir machen es aber anders als wie sonst immer bei unseren anderen Gewinnspielen oder sowas, wo ihr einfach nur Hashtag in das Spiel eintippen müsst. Möchte ich gerne ein bisschen mehr von euch. Ich möchte gerne, ja, dass ihr mir mal so reinschreibt, warum gerade ihr das Addon bekommen solltet. Warum gerade ihr? Und so eine ganz normalen Aussagen wie, ja, weil ich kein Geld habe, das zieht nicht, Leute. Das zieht nicht. Ich möchte gerne schon so ein bisschen was erfahren dazu, ja, warum gerade ich euch dafür auswählen sollte. Ja, also, wenn ihr da Bock habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Ihr habt ein paar Tage Zeit und das Ganze wird dann zum Livestream dann aufgelöst, ja, wenn wir unsere Leitstellenfahrt machen, im Grünen. Ja, dann verlosen wir dort den Key, also werde ich zumindest dort den Namen nennen, ja, der denn da gewonnen hat. Also, wenn ihr teilnehmt, müsst ihr auch den Livestream gucken und dann irgendwann, ja, innerhalb des Livestreams, ja, also es wird schon in den ersten 2 Stunden sein, so in der Regel, damit ihr natürlich alle nicht einschlaft oder sonst irgendwas, ne, da passen wir schon auf, dass dann da der Name verkündet wird, der dann gewonnen hat. Und der meldet sich dann bei uns und hoffentlich, ja, und kann dann dementsprechend einmal, wie gesagt, einen Steam-Key gewinnen für das Addon Düsseldorf. Also wie gesagt, reinschreiben, warum gerade ihr das Addon bekommen solltet. Was gefällt euch eher weniger oder wieso, weshalb, warum? Wie gesagt, schreibt es unten mit rein in die Kommentare und dann nehmt ihr automatisch teil. Wichtig ist auch, einmal nur, ne? Also, falls ihr irgendwie was vergessen habt oder sowas, schreibt es einfach, ihr könnt ja eure Kommentare immer bearbeiten und dort schreibt ihr dann einfach rein, was ihr nochmal verändern wollt, ne? So, hier haben wir einen Fehler. Die fahren hier irgendwie alle rüber. Bildbahnhof. Übergang zur DS-Bahn. Ja, und nochmals, wie gesagt, ein großes, großes Dankeschön an Projekt Gladbeck, ja, die, wie gesagt, das ganze Gewinnspiel jetzt hier möglich machen und uns einen Key dafür bereitgestellt haben und von uns, ja, oder von mir persönlich, ja, ein großes, großes Sorry, ja, aber wie gesagt, das ist das Problem, wenn halt ein bisschen mehrere Leute an einem Kanal arbeiten, ja, der Phasus zum Beispiel, der hat es echt übersehen, wäre natürlich der Key schon deutlich früher rausgegangen. Aber so ist es doch jetzt ganz praktisch. Ne? Haben wir nochmal richtig schön, dass ihr jetzt hier nochmal euch was zurückgeben könnt. Zu der grünen Woche. Fantastisch. Achso, die Tür hinten, die geht ja nicht automatisch auf. So, das war übrigens gerade die Greta-Straße. Ja, Greta hätte sich gefreut drüber. Passt ja, mit einem Hybridbus hier lang zu fahren. Ja, also so sieht es also aus. Wie gesagt, nehmt teil. Ich freue mich drauf, eure Nachrichten da zu lesen. Ne? Und dann kriegen wir das auch schon hin. Ja, zwecks Düsseldorf, ne? Haben wir ja eigentlich im Livestream ja schon viel drüber gesprochen, ne, wo halt ein paar Problemchen sind, ein paar kleinere Baustellen oder sowas. Aber im Großen und Ganzen fand ich es damals schon in der Fahrt, im Livestream schon ziemlich interessant, ja. Und es hat sich halt bis heute auch noch nicht irgendwie groß verändert, ne. Zumal auch mal schön ist, jetzt das Ganze mal in voller Pracht zu sehen, nicht so wie im Livestream. Ja, da hatten wir ja nun doch schon, ich glaube, dass ich da sogar mit Low-Res-Texturen gespielt habe. Ja, und dementsprechend sah es natürlich halt auch so aus. Und jetzt haben wir hier alles auf Maximum gestellt hier und ihr seht, er schaut gut aus. Ich weiß gar nicht, sind wir damals auch mit Tracker Air gefahren? Kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern.
So, einsteigen, aussteigen. Hallo. Der Rheinturm. Oh. Was ist los? Herzogstraße. Herzogstraße. Also der Bus von Symbol, der fährt sich schon sehr, sehr eigen, ja. Also ein Liebling wird das nicht hier von mir. Muss sagen, der mich jetzt bis jetzt am meisten überzeugt hat, das war der Solaris tatsächlich. Ne? Also den letzten Bus, den wir jetzt hier hatten. Bin mal gespannt, wie sich der E-Titaro fahren wird. Ne? So. Lanta, Kniebrücke. So. Ich glaube, ein Bild hatten wir schon gemacht, ne? War mir so. So, ich wollte gerade sagen, jetzt haben wir einen Hänger. Wie die hier alle drauf stehen hier, ja, also bildet sich ja schon ein echter Stau hier. Ja, ja, das wird jetzt grauenhaft. Ich hab Angst, ich hab so Angst hier. Was ist denn? Langsamer, ich fahr nicht mal 30, Alter, fahren Sie mal langsamer. Ich glaube, es geht los. Oh, ich bin falsch, ich muss die Spur wechseln.
So. Was geht? Das wird dunkel. Ob es der Bus eigentlich mal hochbeschleunigt hat, ja? So. Jetzt auf einmal der Ton wieder leise. Also, wie gesagt, Soundprobleme hier im Sobol-Bus. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt in der Aufnahme klingt. Aber manchmal ist halt laut der Ton, dann wird es wieder leise, wieder laut und wieder leise. Da kann ich jetzt natürlich nichts zu sagen. So. Guten Tag, lieber Fahrer. Ja, guten Tag, Manfred. Hier oder husten oder was? Leider sieht man hier keine Straßenbahn. Schade. Keine Straßenbahn. Ich hätte zu gerne gesehen. Naja, kann man nicht ändern. So, dass man nur wartet, bis grün wird. Lanker Straße. Ein Kantinchen. Ich spare mich im Bus gerade, sehe ich gerade. 26,3 Grad. Holy. Ich hätte gerne Abfahrt. Hm.
Wir hätten mal nicht gucken sollen, ob da irgendwo eine Straßenbahn fährt, weil jetzt kriegen wir wahrscheinlich kein Grün mehr hier, oder wie? Jetzt? So, am Seestern haben wir es bald geschafft. Ah ja, ich sehe gerade. 51, 20.08 Uhr. Wir brauchen doch nicht von Lütticher Straße bis am Seestern jetzt. Brauchen wir doch keine 19 Minuten, oder? Das steht aber auch auf dem Fahrplan drauf, also. Wahrscheinlich ist da wieder Abfahrt oder irgendwie sowas. Ach ja, wie ich rote Ampel liebe. Immer wieder fantastisch. Guten Abend. So, Leute, so schaut's aus. Also das ist, wie gesagt, der Hybridbus von Sobol. Ja, also wie gesagt, wenn ihr lieber mit dem fahren möchtet, dann wisst ihr Bescheid. Den gibt's dann also auch in der Leitstellenfahrt. Ne? Also wie gesagt, neben dem Solaris und den Volvo aus Hafen City, wie gesagt, kommt dieses Gefährt jetzt noch dazu. E-Citaro natürlich, selbstverständlich. Bin mal gespannt, ja, wie der sich fahren wird. Und ja. Also ist auf jeden Fall für ausreichend Abwechslung gesorgt. Oh, jetzt gibt es hier einen Hänger. Was ist los? Lütticher Straße. Aber ich will keiner raus, denn nicht.
Oh. Am Seestern. Diese Linie endet hier. So, genau. Am Seestern. Unser Halt. Sind wir schön in den Sonnenuntergang reingefahren hier. Bevor es jetzt hier gleich richtig dämmert hier. Ja. Schon schön. Omsi hat schon echt schöne Seiten an sich. Meine, außer klar, wenn du dir jetzt hier den Pixelbrei hier anguckst, ne, mit der Hecke, naja, gut. Musste. Ich glaube, so mittlerweile so ein Omsi-Auge übersieht sowas tatsächlich denn, ja. Alles geil, ich will nicht erklären, warum alle Omsi so toll finden. So. Sicherheit geht vor, Leute. Sicherheit geht vor. Jetzt haben wir wieder einen Nachladehänger. Und damit haben wir unser Ziel erreicht hier. Wundervoll. Das war also wieder eine weitere Fahrt hier mit unserem Omsi-Hybrid-Simulator. Ja, also wie gesagt, wenn ihr Bock drauf habt, schaltet gerne ein zur nächsten Leitstellenfahrt jetzt am Freitag. Wie gesagt, Motto irgendwie sowas mit es bleibt grün oder es ist grün oder wir fahren grün. Irgendwie sowas in dem Dreh wird sein. Wie gesagt, der MAN hier von Sopol Hybridbus mit dabei. Also wenn ihr da Bock drauf habt, denn ja, wenn wir uns natürlich freuen, wenn ihr einschaltet oder sogar selber mitfahrt, wäre natürlich eine coole Sache. Und ja, sonst was Düsseldorf belangt, wisst ihr, was ihr zu tun habt, nutzt unten, wie gesagt, die Kommentarfunktion, schreibt es einfach mit rein oder nehmt ihr automatisch teil. Die Verlosung ist dann halt am Freitag jetzt zum Livestream. Ja, wir werden es natürlich nicht allzu spät machen, damit ihr natürlich die Chance habt, das Ganze mitzugucken. Also, wer Bock hat, einmal Düsseldorf für umsonst, dann jetzt die Folge nochmal gucken, damit ihr wisst, was ihr zu tun habt. Und sonst verabschiede ich mich jetzt, bedanke mich und nochmal ein großes Dankeschön an Projekt Gladbeck für das Ganze, dass wir das hier verlosen dürfen, für das Ganze bereitstellen, der Preview und so weiter. Ja, großen Dankeschön, dass ihr uns kleinen YouTuber damit unterstützt und nicht nur immer die Großen dafür auswählt. Vielen Dank an der Stelle von mir an euch. Ich verabschiede mich, bedanke mich, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.